Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, im Frankfurter Filmmuseum. Der Film, den ich für den heutigen Abend für Sie ausgesucht habe, ist ein Klassiker des jungen französischen Films von François Truffaut. Er heißt Schießen Sie auf den Pianisten und in der Hauptrolle ist der zerknautschte Charles Aznavour als ein ewiger Loser zu sehen. Warum interessiert mich ein Loser? Warum möchte ich einen ganzen Film sehen über einen gescheiterten Pianisten? Weil mich die Gescheiterten immer mehr interessiert haben als die Sieger. Und der Film ist ein Film über Verlierer. Alle in diesem Film verlieren unentwegt. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Aber die Literatur wird von Verlierern geschrieben. François Truffaut war immer einer, der auf die Schwächen der Gesellschaft geguckt hat. Und er war immer einer, der sich auf die Schwachen konzentriert hat. Selbst der größte Überflieger in Truffauts Film rutscht auf irgendeiner Bananenschale des Lebens aus und landet auf der Fresse. Und das ist, was ich an diesem Film so liebe. Das ist, er hat die Sentimentalität, er hat die Leichtigkeit und er hat die Melancholie des französischen Films, auf den wir uns so oft beziehen, wenn wir von Poesie sprechen im Film. Dieser Film hat all das und er ist vollkommen zeitlos. Ich wünsche Ihnen wahnsinnig gute Unterhaltung bei Schießen Sie auf den Pianisten von Truffaut.